Hi, ich bin die Elif, bin 39 und hatte im Juni meine Hirnblutung und bin seit Ende Juni hier in der Klinik und war linksseitig komplett gelähmt, auch am Arm und auch am Bein. Es hat mich linksseitig getroffen und bin jetzt auf dem Weg der Genesung. Choreo habe ich ungefähr vor 2 Wochen kennengelernt. Der erste Eindruck war sehr cool, also ich habe mich auch gefreut, dass mal was Neues war. Anstatt nur Bauklötze hin und her stemmen, dass man da auch ein bisschen Farbe hatte, Spaß dran. Durch die Choreotherapie hat mich das zusätzlich nochmal motiviert, mehr zu machen, weil auch was mehr rauszuholen war aus dem Arm. Das ist schon so 0815 mit den Bauklötzen, dann kommt da was Neues, wo man dann einfach dran arbeiten kann. Man macht halt Erfolge, man will Erfolge haben, man will ja wieder zurück ins Leben. Ich habe mich immer wieder gefreut bis zur nächsten Woche, dass ich dann wieder die Therapieeinheit habe und die Leute wieder sehe. Ist ja auch cool, was Neues zu erleben in dieser tristen Sache. Aber mit der Choreobrille ist es ein bisschen lebendiger. Die Wahrnehmung wird geweckt. Die Wahrnehmung, die Lust, den Arm bewegen zu können, auch anders bewegen zu können. Weil die Dimensionen sind ja ganz anders, wie jetzt so. Ich sehe ja jetzt und das betrübt mich immer. In der Brille ist das alles so. Easy flowing. Ich würde mir wünschen, dass alle oder die, die es möchten und dafür bereit sind, mit Choreo zu arbeiten. Und es sollte für jeden zugänglich sein. Ich habe die Choreo schon ausprobiert und würde gerne weitermachen in der Zukunft, weil mein Weg ist ja noch nicht zu Ende.